Wir bieten dir einen Adapter, welcher die Nutzung verschiedener Anhänger möglich macht. Schau, dass du die folgenden Dinge vorliegen hast. Du kannst unseren Anhängeradapter beim Kauf eines Amplerbikes in unserem Onlineshop bestellen oder per E-Mail nachbestellen. Er adaptiert das M12-Gewinde der Achse am Hinterrad zu einem M10-Gewinde mit passender Schraube. Der Adapter ist nicht kompatibel mit den älteren Ampler-Modellen Hawk, Bilberry oder Pennon. Hier zeigen wir dir, wie du den Adapter ganz einfach an dein Ampler-E-Bike anbringst. Entferne die Mutter von der linken Seite des hinteren Ausfallendes. Dies geht sowohl mit einem 6 mm Inbusschlüssel als auch mit einem 15 mm Schraubenschlüssel. Die schwarze Unterlegscheibe muss mit dem Zapfen nach unten auf der Achse verbleiben. Befestige den Adapter an der Achse. Schau, dass er sicher befestigt ist. Entferne nun die oberste Schraube. Die beiden Unterlegscheiben bleiben, so wie sie sind, auf dem Adapter liegen. Die fein geriffelte Struktur zeigt nach außen. Die groben Strukturen greifen ineinander. Nun kannst du die vom Hersteller des Anhängers mitgelieferte Achskupplung zusammen mit der Schraube anbringen. Ziehe die Schraube fest und halte die Achskupplung dabei sicher und gerade an ihrem Platz. Installiere die Deichsel und Sicherung des Anhängers. Dieser Ablauf kann von Hersteller zu Hersteller variieren. Los geht's! Genieße den extra Schub des Motors.